Hallo und herzlich willkommen zu Mikis und Mallorys Filmuniversum. Wie versprochen melden wir uns zu einem 3 für 2 Video von Saturn oder sowas in der Art. Also, 3 für 2 Aktion Saturn ist ja schon wieder ein paar Tage her. Und wir haben aber trotzdem auch nicht zugegriffen und das wollen wir euch jetzt zeigen. Ja, so wollte ich das eigentlich sagen. Und ich würde sagen, der werte Herr sagt kurz Hallo und fängt dann an, Hallo. weil er hat das meiste gekauft. Das haben wir übrigens vergessen im letzten. Das ist ja auch nur krass. Das haben wir umsonst bekommen. Das haben wir nicht direkt vergessen. Du wolltest das reinhalten. Ich meine, ist egal. Ein gutes Comic-Heft. Also, gut gemacht. Das ist wirklich ein Und mal eine Comic-Heft. andere Harley Quinn, Ach, die das man ist da sogar sieht. ein. Ich habe das Werbeheftchen. Nein, das ist ein offizieller Harley Quinn-Comic. Verrückt. Naja, fang an, würde ich sagen. Numero uno, Peanuts, the Movie. Noch nicht gesehen, aber lag da für 5 € rum. Genau, da gab's. Und damit der sowieso interessiert, dachte ich mir, ach komm, nimmst du mal Peanuts mit. Und wir sind ja nicht so. Ach, ich hab's hier keinen Code. Gibt's da einen Code? Und da. Stell scharf. Ja, da bitteschön. Ja, gab es einige Filme für 5 Euro. Die meisten hatten wir schon, aber wollten wir nicht. Ah, das Bei Geilste ist ja, dass sie im nächsten, in dem einen späteren genau, Saturn für 10 € rumlagen auf am Montag einmal. wurden sie auf einmal verteuert schon wieder. Ja, für 10 Euro. Na gut, wäre auch immer noch ein Aber auch guter eine Frech, Preis. aber ganz ehrlich, es ist eigentlich eine Ja, Frechheit. hätten wir auch warten Vor allen können. Dingen, weil da überall woanders, es war ja nur ein Saturn, wo es Ja. stand für 10 €. Ja. Ansonsten stand überall 5 €. Ja, am Samstag hatten sie es noch für 5, dann für 10, meine Güte. Peanuts. Genau. Dann habe ich dazu gesteuert, weil wir haben uns diese 3 für 2 Aktionen, also diese eine da jetzt von den vielen, geteilt und haben mir auch einen Film für 5 Euro mitgenommen, der noch in unserer Sammlung fehlte. Und damit ist die Reihe erstmal komplett, wenn auch nicht einheitlich, aber komplett. Und zwar Ice Age 5, Kollision voraus. Ja, mittlerweile 5 Teile. Ja. Könnte schon auch mehr geben, ne? Also letztendlich können wir froh sein, dass es nur 5 sind, aber werden in meinen Augen nicht unbedingt besser. Der zweite war noch ganz gut. Das ist der letzte, den ich geguckt habe. Um es mal harmlos auszudrücken, ja. Also ist halt so ein komplett Sing. Aber es ist immer noch gut genug, um es sich wenigstens mal anzutun, finde ich jetzt. Also auch die anderen Teile. Aber der erste war immer noch der beste und danach kam leider. Ist vielleicht wieder Schreck. Da fand ich die Teile später auch irgendwie nicht so gut, weil ich sie immer nur so einzeln gesehen habe. Aber wenn man sich die am Stück anguckt, wirken die dann doch ganz interessant und gut. Und vielleicht ist es hier bei Ice Age auch. Können wir sich mal ein Stück antun und dann. Ja, Ice Age 5, Also, um 3,33. die Aktion voll zu machen, How to be Single, auch für 5 €. Klang auch ganz nett, der Trailer sah ganz witzig aus damals im Kino. Und auch hier, wer es haben möchte. Bei Ice Age war keins. Ne? Ich bin nicht so ein Arschloch, es war einfach keiner drin. Ja, schon am ersten, na nicht am ersten Tag der Aktion, aber wir waren halt am Samstag noch nach der Comic-Con kurz da dran. Darf man eigentlich keinen sagen, ne? 8 Stunden Comic-Con und wir fahren nochmal zum Saturn. Aber wir sind ja dran vorbeigefahren. Aber wir sind dran vorbeigefahren und mussten eh noch einkaufen und haben das dann halt einfach mitgenommen. Und ja, da haben wir schon mal geguckt, was es eigentlich so gibt. Letztendlich muss man sagen, aber Alex war die Angebote eher enttäuschend, bis dann eine Sache kam in einem anderen Saturn. aber ein paar Sachen waren dann ganz interessant für 5 Euro auch mitgenommen. Der kleine Nick mit Kattenrad. Und ja, ich mag solche Kinderfilme, sag ich jetzt mal, also so eine Abenteuer-Kinderfilme. Naja, ich Aber weiß nicht, wer ob es davon ist wirklich der Abend. kleine Nick? Da sind ja so Ich viele. denke mal, der hier in Rot. Der da. Würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwie ist er. Wie war denn das? Er ist halt, lebt dann in einer Familie, ist auch sehr glücklich und dann kommt, glaube ich, irgendwie noch eine Geschwister dazu, ein Geschwisterchen dazu, ein Brüderchen. Ich glaube, er ist sonst Einzelkind, auch wenn hier mehrere Kinder drauf sind. Aber ich glaube, sonst ist er Einzelkind und dann kriegt er halt Angst und ach, keine Ahnung. Klingt ganz lustig, mal gucken. Kadmerad hat schon gute Filme gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Hat auch schon Scheißfilme gemacht. Nächste Sache, die wir mitgenommen haben, ist die Simpsons. Komplette Staffel 7. Für einzelne 9 € in der Aktion.
so wie wir sie kombiniert haben, für 8 Euro. Ne, für 6 Euro. Für 6 Euro. Huch. Für 6 Euro. Da ich ja Staffel 7 schon am Samstag auf der Comic-Con gekauft habe. Ne, für 8 hatte ich die da gekauft. Nein, nein, du hast Staffel 6 auf der Comic-Con Staffel gekauft. Staffel 6 für 8 Euro. Genau. Simpsons. Ja. Die nächste, also ich musste diese Aktion ja vervollständigen, wobei das war eigentlich der dritte. Ich hatte zwei andere Sachen in der Hand, die ich haben wollte und brauchte was Drittes dazu. Auch für 5 Euro fehlte mir noch ein Soundtrack von Guardians of the Galaxy 2. Den ersten habe ich ja auch schon und der zweite hatte auch immer noch einen richtig guten Soundtrack. Und daher... Aber nicht mehr ganz so gut wie der. Nicht mehr ganz so gut wie der erste, aber einheitlich dazu kann nicht schaden. Hier drinnen unspektakulär Booklet hole ich jetzt mal nicht raus, weil ist eigentlich auch egal. Ich freue mich für 3,33 Euro. Ich hätte das auch schon mal für 7 Euro, glaube ich, kaufen können. Da habe ich es noch liegen lassen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Und damit die eine Staffel nicht so alleine ist, Staffel 8 noch mit dazu genommen. Als zweites. Auch für 6 Euro. Also 9 Euro einzeln und dann 6 in der Aktion, genau. Und bei mir das letzte auch ein Soundtrack wieder, also die zwei lagen gleich schon am Eingang und da ich sie noch gesucht habe, war das halt perfekt. Und 5 Euro ist ja sowieso schon ein guter Einzelpreis und bei 3 für 2, Vaiana, der deutsche Soundtrack. Also die haben bringen ja meistens immer den deutschen und den englischen raus. Ich weiß nicht, aber da ist sogar das Originallied drauf. Ja, ne? Das machen sie gerne bei den Deutschen, dass da wenigstens das von dem großen Titelsong der deutsche noch drauf ist, der englische. An sich kann man sich aber auch echt nicht beschweren. Wenn man sich diese Titelliste hier anguckt, denn die rechte Seite ist jetzt nicht irgendwie so, die machen da mit oder sowas. Nee, das ist auch noch ein Teil der Song- oder Setliste. Es gibt 40 Songs auf diesem. Na, das ist ja der Score. Der Score, ja, ja, also 40. Also in der, irgendwie ist ja trotzdem ein Song, in Anführungsstrichen, wenn auch nicht gesungen wird. 40 Stück. Ich meine, die werden wahrscheinlich alle so nicht mal eine Minute lang sein, aber... Na, hallo? 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 Stell ich mal. Aber trotzdem freue ich mich zusammen. Ja, es ist, sei mal so. Das ist der einzige Song, den ich mir von Helene Fischer auch wirklich noch antun werde. Die singt aber auch. Habe ich Helene? Frei. Helene. Helene? Helene? Helene. Helene. Aber die singt auch Ich bin frei aus Frozen. Stimmt. Und das heißt der zweite gehört. Song. Also ausnahmsweise kaufe ich mir mal eine CD, wo Helene, nicht Helena. Helene Fischer, ach du Scheiße, na ist doch egal, drauf ist, so. Und um das Triple perfekt zu machen, Staffel 9, auch 6 Euro, mit der 200. Folge Simpsons. Und auch wenn viele sagen, ab Staffel 8 wurde scheiße, ich finde die immer noch geil. Ja, ich war eigentlich auch schon ziemlich durch, also ich hatte halt die paar Sachen gefunden und der Rest war mir entweder zu teuer oder hatte ich schon oder wollte ich nicht. So. Das ist mal so, wie ich ja schon beim Comic-Con-Video, beim Update-Video gesagt habe, man hat halt vorher schon Sachen gekauft, wo man sich ein bisschen geärgert hat, weil man hätte sie jetzt halt billiger haben können. Und die waren halt, ich hatte überlegt, bei den paar Disney-Sachen noch mal zuzugreifen, aber die Filme hatten wir halt alle schon, oder haben wir schon, oder wollten, ja, brauche ich die nochmal, sagen wir es mal so. Bei Schön und das Biest habe ich auch schon, aber habe ich nochmal zugegriffen, aber es gibt so Sachen, da will man nicht, ich brauchte jetzt auch nicht unbedingt, was war denn das jetzt hier, Pinocchio. Ich habe Pinocchio einmal. Klar, nicht auf Blu-ray, aber ich hatte keine Meinung dazu. Ihr kennt das ja vielleicht manchmal. Man denkt so, ja, könnte man sich kaufen. Irgendwann willst du es wahrscheinlich auch kaufen, aber gerade will ich nicht. So. Aber der Alex hatte halt eine schöne Mediabook-Abteilung. Und ich kam dann halt schnell auf den Gedanken, Mensch, die Mediabooks einzeln sind mit 35 Euro schon arg teuer. Aber in der Aktion zahlst du ja nur so 23 Euro ungefähr. Und das geht denn ja noch. Und die hatten halt auch zwei Mediabooks, die ich unbedingt haben wollte. Und würdest du langsam mal bitte aufhören, hier rumzuknistern? Das macht mich ja ganz nervös. Und als ich die zwei gesehen habe, die ich unbedingt haben wollte, dachte ich mir, Mensch, da ist auf der Gedanke gekommen. Und ich habe auch ganz schnell ein drittes gefunden. Und das erste, was ich euch jetzt reinhalte, ist aber... Das Stephen Kings Werewolf von Tucker Mills Mediabook. Mit einem richtig geilen Cover, schön gezeichnet. Also ich finde es richtig gut. Das ist übrigens auch ein Sciotti-Cover, ne? Ja. Ist leider nur so ein kleines. Also wenn ich das jetzt hier mal... ist jetzt natürlich jetzt schwer. Es ist ein bisschen... Wir haben jetzt echt eine dumme... So ein Zwischending.
nervt mich gerade, dass wir hier so extrem arg dran sind und es hier kaum im Ganzen reinhalten können. Es ist ein bisschen größer als eine Blu-ray, aber kleiner als normales. Aber wesentlich kleiner als normales. Und ist aber nicht schlimm. Aber 35 Euro wollten sie halt so einzeln haben. Aber da sieht man schon was. Ja, ja. Psst. 35 Euro wollten sie halt schon einzeln haben und das ist nicht akzeptabel, aber weiß ich, 70 Euro dann, also ich habe halt 3 Mediabooks für 35 einzeln gekauft, habe halt 70 bezahlt und dann geht das halt, ne? 23 Euro und 33, glaube ich. Das einzig Dumme ist, ich habe es halt so aus Hause gepackt und dann klappe ich es auf. Und ihr seht es vielleicht schon, dieses beschissene Booklet ist nicht fest drin. Na, und wir haben es halt am Montag gekauft, Dienstag war Feiertag und da sind wir auch schon nach Hause gefahren. Das war echt ärgerlich, aber Gott sei Dank hast du ja einen lieben Papa, der dann dahin gefahren ist. Aber ihr seht ja schon, ich habe immer noch ein Mediabook mit losem Booklet. Die hatten dann nämlich noch drei andere. Das Problem ist nur, die wurden ausgepackt und auch da lagen diese verdammten Booklets alle einzeln drin. Und das ist schon ziemlich ärgerlich. Und ich weiß, dass das jetzt eigentlich nicht Standard ist, sage ich jetzt mal. Denn wir haben zumindest ein paar Freunde, Steffi und Saskia, seid gegrüßt. Da ist es fest drin. Also ist ja auch kein Splendid Mediabook, wo die mal drin lagen. Ich fühle mich trotzdem irgendwie verarscht, dass ich ausgerechnet den Laden erwischt habe, wo nur kaputte Mediabooks drin sind. Jetzt habe ich Koch Media angeschrieben, aber die haben sich natürlich noch nicht gemeldet. Ist ja Wochenende, ne? Da muss man auch nicht... Da muss man ja auch nicht unbedingt zurückschreiben. Naja gut, okay, würde ich vielleicht auch nicht machen. Aber es ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, das kriege ich noch ausgetauscht, weil an sich ist es echt ein schönes Mediabook. Und kann endlich man echt mal der Film in der bezahlbaren Variante. Genau. Aber das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Vor allem, also da ist dann 23 Euro schon wieder zu teuer. Ne? Für ein heiles Mediabook, okay, ist auch schon arg viel, aber ist ja heutzutage Standard. Also arg viel für einen Film, 23 Euro. Mediabooks kosten ja mittlerweile anscheinend sogar auch 40 Euro mal. Ja, die haben auch irgendwo auch. Haben die auch 40 gekostet, ne? Glaube ich. Ja, ganz schlecht, weil sie teilweise auch schon als ausverkauft, glaube ich, gelten. In einigen Märkten zumindest. Ja. Und da ich schon drei Staffeln hatte, habe ich auch die 10. mitgenommen. Auch für 9 Euro. 9 Euro! Und mit was hast du das wohl kombiniert, frage ich mich gerade. Oh mein Gott. Ich bin ja schon mal echt gespannt, mit 9-Euro-Film. Was du da noch Schönes gefunden hast. Um das zu mal hier diesen Jeff Goldblum-Film da in Transsilvanien. Genau. Verdammt, wie hieß der? Ich wollte mir den auf die Liste setzen, weil ich den haben will. Scheiße. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Aber das kriegen wir, glaube ich, noch raus. Jeff Goldblum hat zwar viele Filme gemacht, aber ich glaube, den kriegst du raus. Der ist ein bisschen älter. Der ist übrigens in Jurassic World 2 mit dabei, ne? Oh, cool. Ja, jetzt haben wir ja hier Stephen Kings Werewolf von Tucker Mills und ich habe ja schon gesagt, ich suche zwei Mediabooks, die ich, oder ich habe zwei gefunden, die ich unbedingt haben wollte und sie hatten auch Stephen Kings Katzenauge. Das finde ich nicht ganz so schön vom Cover, aber trotzdem irgendwie noch gut gemacht. Das glaube ich aber auch, doch, ist auch ein Security-Cover. Also das andere ist irgendwie cooler. Das ist ganz cool gemacht mit dem Lichteffekt im Auge. Jetzt könnt ihr ja denken, ich habe das als erstes ausgepackt. Ne? Ich hatte echt Angst, als ich das hier ausgepackt habe. Aber hier hatte ich Glück. Hier ist zumindest noch alles drin. Ne? Ich will jetzt hier auch gar nicht groß durchpressen, weil ich Angst habe, dass sich das nochmal ändert. Zocki war übrigens total begeistert, dass das Rot und Grün drin ist. Ne? Ich weiß, aber man kann auch manchmal zu kritisch sein. Also es ist ja dadurch nicht gleich ein Scheiß-Mediabook, nur weil da drin jetzt aber es wird grün schön ist. Fortgesetzt, ne? Weil das ist ja, grün genau. Und innen ist grün und da ist es rot und da drin. Natürlich wäre ein designtes Innenleben schon schön, ne? Und das kann man eigentlich auch erwarten, aber es gibt trotzdem Schlimmeres. Wenn draußen alles richtig geil ausschaut, kann ich drinnen auch mal ein Auge zudrücken und mir denken, Freunde, hättet ihr mal machen können, wäre es noch geiler gewesen, aber nun gut. Katzenauge. Forward, Kitty. So, und da ich schon 4 Staffeln hatte, habe ich auch noch eine 5. gekauft. Mit Staffel 11. Staffel 11, genau. Die übrigens, guck mal, die ist nicht nur schmaler, die ist auch höher. Das nervt mich schon wieder. Ah ja. Sie haben es bei den Simpsons für eh verkackt, weil sie es abgesetzt haben. Naja. Ja, dann stand ich also mit diesen zwei Mediabooks und das war so, alles, was irgendwie interessant war, hatte ich schon. Kann man oder sah halt, kann wollte man nicht haben. Oder wollte man halt einfach nicht haben, weil diese ganzen SM-Mediabooks aus dieser Action-Bibliothek nicht haben, ja.
Nee. Sind ja nicht mal alle, sind ja nur 5, 6 Filme. Dann hatten sie ein paar coole Turbine-Mediabooks, aber genau die hatte ich schon. Und genau das, was du nicht haben willst, haben wir jetzt aber schon bestellt. Nicht was du nicht hast, haben wir jetzt bestellt. Ja, war auch nicht da. Also letztes Mal lag ja Fan rum, habe ich jetzt bestellt. Diesmal lag es aber nicht rum. Gut, wäre jetzt auch egal gewesen, hätte ich nicht gekauft, weil ich habe es ja kurz davor bestellt. Aber dann steht man da und überlegt und überlegt und dann sieht man was und denkt sich so, oh, warte mal, ja, das ist doch eigentlich auch keine schlechte Idee, wolltest du doch auch haben. Ja, dann guckt man hinten drauf und dann hat man so einen tollen Aufkleber. Ja, naja gut, das habe ich schon vorher gehört gehabt, hatte ich vergessen, aber habe ich schon vorher gehört gehabt. Auf jeden Fall habe ich dann dazugegriffen, hatte ich es auch bei Börse schon in der Hand und es war so die einzige Alternative, die ich auch gesucht habe und ich hatte zwar schon gehofft, dass ich das nochmal billiger kriege als 23 €, habe ich hier aber auch gehofft, aber manchmal muss man einfach zugreifen, weil irgendwann ärgert man sich auch, weil es dann irgendwann gar nicht mehr da ist. Aber hier hat die Nummer auch irgendwie ganz cool gepasst, also die Limitierungsnummer hat dann auch noch irgendwie und ihr Bestes getan. Es ist ein WWE-Film, da auch der Grund, warum ich das jetzt unbedingt haben wollte. Das ist dumm, weil eigentlich der WWE-Angestellte nicht mehr bei der WWE angestellt ist. Und auch eigentlich keine richtige nennenswerte Rolle hatte, aber egal. Ey, er ist der Sohn von Vince McMahon. Leprechaun Origins. Ja, da ist ja der zweite auch schon erschienen im Mediabook vom erste? Original. Hier die Nummer, die 700 von 750, sieht man gerade nicht, aber ich sag's euch. Aber es gibt auch Leprechaun 1 im Mediabook. 3, 4, 5 und 6 kommen jetzt auch, also... Wenn man möchte, kann man sich die komplette Leprechaun-Reihe im Mediabook holen. Ach, der erste kommt auch. Ach, stimmt, der wurde schon angekündigt. Machen wir auch vielleicht noch. Aber ich finde das Cover auch. Die sind so teuer, Alter. Ich finde das Cover auch richtig geil, muss ich gestehen. Echt? Also, es gefällt mir auch. Jetzt Cover genauso B, tierisch. Ne? Ja, Cover B. Cover A war auch nicht so schlecht. Ich glaube, es war zumindest ein Cover A. Aber da war nicht die coole Limitierungsnummer. Deswegen habe ich Cover B genommen. Wollte ich aber auch eh lieber haben als Cover A. Aber hätte jetzt Cover A eine coole Limitierungsnummer gehabt. Hätte ich die vielleicht auch genommen. Aber ja, wer jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, von welchen WWE-Star reden sie jetzt eigentlich? Und Shane McMahon macht doch da gar nicht mit. Hornswoggle. Ah, du hast vergessen zu erwähnen, was da für ein Aufkleber drauf war. Also ja, da war so ein Aufkleber drauf, der ist also auf der Folie. Der ist irgendwo noch. Ich hab ihn, glaube ich, weggeschmissen. Da stand dann halt drauf, aber es wissen vielleicht auch schon einige, dass die Discs falsch bedruckt wurden. Und zwar ist da jetzt der Discdruck von Leprechaun 2 drauf. Ja. Ist jetzt auf Leprechaun 2 aber Origins, es soll, weiß ich nicht, es soll aber der richtige Film drauf sein. Müssen wir nochmal kontrollieren, nicht, dass sie da irgendwas falsch reingepackt haben und so. Aber ja, ist natürlich scheiße, weil NSM in letzter Zeit relativ viel Mist baut. Naja, also ich will nicht sagen, NSM baut Mist, aber es passiert halt leider immer bei NSM in letzter Zeit sehr viel. Wer da jetzt genau schuld dran ist, kann man jetzt nicht sagen, aber anscheinend ist zumindest die Qualitätskontrolle bei NSM nicht so wirklich gut, weil irgendjemand muss ja kontrollieren, ob das auch gut gegangen ist. Also ich kenne Labels, die hätten die Discs entsorgt und neu gedruckt. Also da zum Beispiel Mad Dimension. Ne? Ja. Die haben sie haben es verkauft, die haben es nicht weggeschmissen, die haben es verkauft, aber für 5 Euro oder sowas, statt 20. Und also insofern kann man das schon, man kann das schon anprangern. Bei einem 30 € Mediabook sollte eigentlich auch alles perfekt sein. Und was war da davor? Da waren auch eine Horde Mediabooks, die sie die Disc austauschen mussten, weil da irgendwie der Ton oder sowas war. Bei diesen ganzen, oder teilweise diesen Action-Kultinern. Ich weiß, Alienation war mit beides, weiß ich noch. Ja, da war die Bildqualität irgendwie nicht dann richtig. Genau. Und das ist echt ein bisschen schlecht, finde ich. Also da gab es eine ganze Reihe an Mediabooks, die jetzt irgendwie nochmal eingeschickt werden mussten. Ja, oder Neu-Disc und keine Ahnung. Also ich sag mal, ich mag NSM, ich möchte sie gar nicht komplett verteufeln und sagen, was für ein Saftladen, aber... Es ist schon auffällig. In letzter Zeit ja. Vielleicht lieber weniger Mediabooks rausbringen und dann sich mehr Zeit lassen. Tauschen Sie das auch nochmal aus? Wahrscheinlich nicht. Sonst irgendwann, dass Sie die nochmal neu... Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich mag sie prinzipiell. Ich meine, sie hatten aber auch schon mal bessere... Mein Lamedes hat ja auch die ganzen kaputten Mediabooks aus den Büsten jetzt ausgetauscht von Evil Dead. Ja, aber da war das Mediabook kaputt. Die hätten die... Ja. Also sie haben nur die Mediabooks ausgetauscht. Und da ich schon 5 Simpsons Staffeln gekauft habe, habe ich mir auch eine 6. gekauft mit der Staffel 12. Genau. Muss man ja nicht mehr viel zu sagen, oder? Simpsons halt, Alter. Beste Serie der Welt mit. Beste Zeichentrickserie der Welt. Jetzt habe ich es gesagt. Bester Charakter bei den Simpsons? Maggie. Ist die klügste von allen. Ja, ich habe nichts mehr. Also du kannst deine 4 Sachen, die da noch kommen... Oder 3? Naja, 4.
Und wenn man schon 5 Staffeln gekauft hat, dann kauft man auch 6, dann kauft man dann noch eine 7. Das Bekloppte hier dran ist, dass die erste, wo man den Flatschen ablösen kann und die so ein leicht geprägtes Cover hat. Die hast du aber nicht im Angebot gekauft, nur einfach so damit. Na, die war auch 9 Euro. 9 Euro, ja, aber nicht halt im 3-2. Doch, und zwar kombiniert. Ach so, der war das mit anders, dem hier, was du einzeln gekauft hast. Mit Family Guy Staffel Season 4, auch für 9 Euro. Hatten sie da auch irgendwie im Angebot, aber war die einzige, die ich noch jetzt mitgenommen habe. Und irgendwas hatte ich da noch. Was ist das? Nee, das hatte ich spät einzeln mit. Was war denn das dritte? Wie hast du das gemacht? Ach, Moment, ich habe noch 2 Sachen verbinden. Wir kommen gleich wieder. Ich kann jetzt mal so Überbrückungsmusik machen, so. Dum 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 dum. Ja, an sich muss ich sagen, hat mich die 3-für-2-Aktion schon ein wenig kalt gelassen. Also ich meine, das war erstmal geil. Aber dann, also in Berlin, wo man ja auch vielleicht Erwartungen hat, weil es große Märkte gibt. Also die Auswahl war echt scheiße. Ach ja. Das ist nämlich die dritte Sache bei Simpsons und Family Guy. Die hat aber 9,99 gekostet. Und zwar Sharknado 5 Global Swarming. Noch nicht geguckt. Aber soll ja besser sein als der vierte. Naja, mal gucken. Aber wir sind ja Sharknado-Fans. Also sag mal so, wenn er besser ist als der vierte, war er schon recht bescheiden. Aber das war es immer noch nicht. Nee, erschreckenderweise. Ich habe wirklich nicht mehr geguckt als das. Das ist bekloppt. Und zwar gab es in einem anderen Markt das ausverkaufte Shin Godzilla Steelbook. Den habe ich übrigens schon geguckt. Sehr geiler Film. Sehr geil. Also diese Kritik, dass sie zu viel reden und man zu wenig Godzilla sieht, kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du hier gerne bei mir raufpacken. Ich nehme die Series weg. Shin Godzilla. Aber das musste man ja auch noch kombinieren. Und deswegen habe ich das teilweise in Berlin ausverkaufte Ash vs. Evil Dead Blu-ray Set mir gekauft. Das ist teilweise wirklich ausverkauft. Am Alex hatten sie nichts mehr. Wie der Stone Cold schon gesagt hat, ne, macht ja total Sinn. Schuber mit Flatschen und Amari mit Flatschen und Cover und alles. Und das war es immer noch nicht, weil ich brauchte ja noch eine dritte Sache. Nein, man muss jetzt dazu sagen, das war deine dritte Sache. Du hattest nämlich 2 Sachen, die du kaufen wolltest. Und ne? Die dritte Sache ist American Horror Story, Roanoke, die komplette 6. Staffel, auch noch nicht geguckt, aber auch mega Bock drauf schon wieder. Liegt halt schon in der Wohnschule, deswegen hat er sie vergessen gehabt. Und ja, die einzige Scheiße, die sie jetzt hier schon produzieren, ist eine Spindel. Sonst waren die immer 1, 2, 3, 4, jetzt machen sie Spindeln, ey. Aber Spindeln kamen, glaube ich, meistens Spindel, in den Neuauflagen. Dieser Spindelscheiß, Alter, das hat sich jetzt auch so eingebürgert. Bei DVDs ist das echt scheiße, weil die ja auch so leicht zerkratzen. Ey, ich könnte so kotzen. Das haben sie schon bei Buffy damals gemacht, da habe ich schon gekotzt. Aber es ist Season 5, oder? Nee, 6. 5 ist ja Hotel. Achso, das sind 5 und dann einen durchgestrichen. Ah, okay, ich habe gedacht. 5 ist ja Hotel. Ja, ja. Nee, aber weil dieses durchgestrichen, man streicht ja mal den 5. durch. Und dann habe ich mir noch eine Sache mitgenommen, die hat einzeln schon so wenig gekostet, dass ich mir dachte, scheiß drauf, wo wolltest du sie haben? Statt 30 Euro nur noch 13 Euro Terraformers in der Special Collectors Edition mit dem Mediabook und den Postkarten, die ich jetzt nicht raushole. Also hier sind 12 übergroße Postkarten. Und hier haben wir ein Mediabook. Hätte das gedacht mit der DVD und der Blu-ray mit dem Copycode, wie bei Splendid ja üblich. Man kann das irgendwie lesen. Kann das schon lesen. Also ich kann es hier lesen, ihr könnt es auch lesen wahrscheinlich. Und dann hat man halt, ich zeige jetzt mal so symbolisch, ne, hier so ein bisschen die Charaktere. Bisschen Text und all sowas. Ja. Musste sein, ist von Miike. Musste also in die Sammlung. Ja, ich habe dich halt so ein bisschen dazu gezwängt, weil ich wusste, du wirst dich irgendwann noch ärgern, wenn du es nicht kaufst. Da. Du wolltest es nicht wirklich kombinieren und ich hatte nichts mehr für dich. Fertig. Ja. So, damit wir alles hier einmal schön sichtbar haben. sichtbar haben. Ach Gott, ey, allein die ganzen Simpsons-Staffeln. Also, ich glaube, das Ding ist,
Trotzdem, dass du deutlich mehr gekauft hast als ich, habe ich allein schon durch die 3-Media-Books natürlich ganz gut vorgelegt, was Geld angeht. Nein, aber das war die teuerste. Ich glaube, trotzdem hast du mehr ausgegeben. Die hat im Schnitt 17 Euro. Hm. 3,33. 6 Euro im Schnitt. Hm. Also 6,18. Das hier waren auch so im Schnitt 6 Euro. Also ich war nicht ganz so in 3-für-2-Aktion-Laune wie du, aber ist auch nicht schlimm. Ich hatte dafür auch für Comic-Con ein bisschen mehr ausgegeben als du. Insofern alles gut. Noch eine Limitierungsnummer? Nö. Ja, das war unsere Ausbeute vom Saturn. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so, ob ihr zugeschlagen habt und was ihr so gekauft habt. Ich, wie gesagt, bin ein bisschen enttäuscht. Naja, enttäuscht insofern, als dass halt die Sachen, es ist zwar teilweise auch üblich, dass die halt so teuer waren. Aber das Ding ist halt auch, die teilweise Sachen, die man wollte, die hatten sie natürlich wieder ja, nicht immer. Ganz das, ist das ist das nächste Ding, was einen immer so ärgert. Sonst liegen die immer teilweise rum und dann will man was kaufen, dann ist es nicht da. Weggeräumt. Ja, so gefühlt, ne? Ah, naja, gut. Oder man hat dann zwei Sachen, aber findet nichts passendes Drittes dazu. Das ist alles immer so oder bisschen sie haben ärgerlich. Eine Sache, die man haben möchte, aber nicht die Sache, die man braucht, weil man davor eine andere Sache braucht. Ja. Zum Beispiel irgendwelche Serienstaffeln und dann aber nicht die, die man jetzt haben muss. Ja. Naja, ist aber egal. Ist auch nicht schlimm, ich habe Geld gespart und oder auch nicht, ne? Aber ja, das ist ja echt ärgerlich. Da würde mich auch interessieren, hat jemand von euch das Mediabook und hat das gleiche Problem? Weil ich kenne jetzt eigentlich nur die Mediabooks aus dem Saturn, im Alex, dass die so eine Probleme haben, weil die zwei, drei, die ich schon gesehen habe, der Socki hatte ja auch einen und dann hier Steffi und Saskia, ein paar Freundinnen von uns, die hatten das Problem nicht, also es scheint kein Produktionsfehler zu sein, aber ich hoffe, ich kriege das umgetauscht, das wäre sonst echt ärgerlich, weil das ist das schickste Mediabook von den zweien und dann ist es auch noch kaputt und das nervt mich so ein bisschen, aber ne, es ist ärgerlich, tut mir leid, aber ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, es, ich habe ja noch alles, so ist nicht, ich könnte es vielleicht auch provisorisch selber irgendwie wieder reinkleben mit ein bisschen Kleber, aber will ich das? Nee, ist kacke, will ich nicht und ist scheiße. So, also insofern würde es mich interessieren, ob da jemand was gehört hat, weil ich habe nichts gefunden im Internet und Kochmedia hat noch nicht geantwortet. Gut, ich habe sie gestern angeschrieben am Samstag. Gut. Okay, danke fürs Einschalten. Die Zeit ist eh gleich vorbei für unser Handy zumindest. Und deswegen sage ich, wir hören uns bald wieder. Wir haben ein paar Overviews auf Vorlauf. Vielleicht, wenn wir diesen Monat nicht so viel Bock haben auf Video drehen, haben wir da ganz viele zum Rausschmeißen. Ich glaube, 5 oder so haben wir schon vorproduziert. Echt so viel? Ich glaube, wir haben 5 vorproduzierte, die ich einfach irgendwie aus Faulheit auch nicht hochgeladen habe. Daher. Es sollte ein wenig Auswahl noch sein für so diesen Monat. So viel zum Thema Professionalität. Achso, und wir haben immer noch ein Tech-Video auf Fiverr. Wir haben seit 3 Wochen haben wir ein Tech-Video gedreht. Das ist auch schon fertig geschnitten. Auch noch nicht hochgeladen. Das habe ich nicht vergessen. Also, ihr habt genug Material, denke ich mal. Ich muss es nur irgendwie schaffen, hochzuladen. Aber gut. Und wie der Movie-Picker mal sagt, guckt mehr Filme. Guckt mehr Filme. Oder guckt Filme. Ich glaube, ich werde krank. So. Richtig, richtig, klasse. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warum winkst du? Auch Tschüss sagen. Wie Tschüss? Also, vergisst immer Tschüss zu sagen. Nee, habe ich nicht vergessen. Ich habe doch mal Tschüss gesagt. Ach so. Tschüss.